Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das unheilvolle Summen des Giftschiffs liegt in euren Ohren und auch in meinen. Und ja, ich hoffe, dass wir in dieser Folge erfolgreich dagegen vorgehen werden. Wir bauen hier zunächst natürlich unsere gewohnte Verteidigung aus schwerem Granit, von dem wir auch genügend haben. Hinterher können wir es wieder abreißen, kriegen wir einen Teil der Kosten zurück. Ja, mit Geschützen diesmal sogar. Jetzt haben wir allerdings zwei Leute, die extrem stark vorm Zusammenbruch stehen. Das wäre einmal Lippi. Da gucken wir mal kurz drauf, was das Problem ist. Unterernährt, was ist denn da los? Lippi, das ist... Lippi lief traurig umher. Das wird sich jetzt selbst geben, weil ich glaube, der Zustand ist... Nee, der ist noch nicht vorbei. Es sind gerade sehr blasse Farben, weil Regen und Nebel. Und das ist aber so ein helles Blau hier. Weiß nicht, ob man es in der Aufnahme bei YouTube dann hinterher noch sehen kann. Aber der Zustand ist halt noch... Steht hier auch, ne? Geht traurig umher. So, und bei Mapoloco ist ebenfalls keine gute Stimmung, stärkere Schmerzen. Na nun, was ist da los? Linke Niere zerstört, linker Mittelzeh abgeschossen, aber alles alte Sachen. Tja, das ist eigentlich so ein Kandidat, sage ich mal. Dem könnten wir mal eine neue Niere verschaffen. So auf Dauer. Weil gegen die Schmerzen können wir so im Moment nichts tun. Natürlich stimmt das nicht ganz. Es gibt diesen Schmerzunterdrücker. Boah, Lippi. Rastet gleich noch aus. Und ist ja schon zusammengebrochen. Oh, nee, ne? Nee, was? Mit Landungskapseln? Ah, die Steuerung hat versagt und sie sind überall im Gebiet verstreut und sie greifen sofort an. Und sie scheinen ungewöhnlich klug vorzugehen. Oh. Ernsthaft, Leute? Ah, wir sind doch gerade dabei, das Giftschiff hier. Naja, Gott sei Dank ist gerade keiner draußen. Außer Säge und Doc Snyder. Die sind auch noch an ziemlich beschissenen Stellen draußen. Die müssen hier einmal komplett rum wieder. Ah ne, die können hier lang. Ganz schlecht, es ist gerade offen hier. So, Säge und Doc, das sind ja beides Kämpfer. So, die nehmen wir erstmal mit. Die stellen wir schon mal hier oben rein. Tja, wollen wir angreifen? Hoffen, dass kein Angreifer hier landet und hier reinläuft. Obwohl, wenn sie klug sind, werden sie natürlich diesen Weg wählen. Wobei, hier haben sie natürlich auch eine Tür. Sie haben keinen direkten Zugang. Trotzdem ist das hier natürlich eine Einladung. Das muss man einfach auch mal sagen. Aktivieren wir noch den Rest unserer Leute. Und wir verschaffen uns dann gleich natürlich auch ein Überblick darüber, wo die denn jetzt genau landen, um gegebenenfalls noch ein paar Anpassungen zu machen. Tja, Lippi können wir leider nicht. Gertje, Age, Doc Snyder haben wir schon. Mapoloco hat noch gar keine Waffe. Moment, Bio, na, Mapo kann eine Flinte bekommen. Ein Repetiergewehr. Und bei Elpi habe ich gesehen, hat sein Gewehr auch nicht mehr. Kriegt auch eins. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir ja Elpi die Waffe holen geschickt und Lippi ist... Lippi ist aber eh nicht kampffähig, aber Lippi würde ich sehr gerne, wenn es denn geht, die Wand bauen lassen. So, schauen wir mal, wo die landen. Ah ja, okay. Das ist eigentlich ideal hier, weil das bedeutet, dass die Geschütze direkt feuern werden. Da ist die zweite Kapsel, okay. Da oben ist die dritte. Warte mal, kann ich das nicht besser machen? So, da ist noch eine gelandet. Hier ist leider eine gelandet, aber es ist nur einer. Das ist kein Problem. Ah, und hier sind auch noch zwei. Ah, da sind auch noch zwei. Aber ich sag mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, einer ist hier. Natürlich. So, wo positionieren wir uns?
Ich würde sagen, hier. Obwohl, lieber hier und hier. So, kurz schauen. Also. Dass der noch nicht tot ist, wundert mich. Aber gut, es kommt schon noch. Jetzt, wo sie rot sind, können wir es auch besser sehen. Na, kann natürlich sein, dass der hier auch die Struktur angreifen wird. Da kommen die anderen alle. Tja, die können auch gerne klug vorgehen. Die werden trotzdem... Die werden trotzdem irgendwo hier reinlaufen. Und von daher stehen wir gar nicht mal so verkehrt. So. Jetzt schauen wir erst hierzu, denn hier ist, denke ich mal, im Moment die größte Not. Wobei da der erste Treffer... Naja, okay. Geht direkt... Boah, leider schon getroffen, Säge. Da, tot. So, Säge, wie schwer verletzt. Ha, nur eine Prellung. Eine Prellung durch eine Pistole, okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. So, jetzt geht's hier schon zur Sache. Der Kollege ist immer noch nicht tot. Dafür ist der tot. So, hier sieht momentan alles gut aus. Kriegt der tatsächlich ein Geschütz kaputt? Das darf aber nicht wahr sein. Diese Geschütze sind ja unglaublich schlecht. So, okay, tot. Boah, laufen da noch viele rum, ne? Das ist natürlich so. Der wird unten reinkommen. Das heißt, ich kann die zwei direkt wieder zurückschicken. Machen das nochmal auf diese Art. Das hat mir gut gefallen mit den Bäumen. Säge hier. H. Duck Snyder. Dort. So, was passiert hier jetzt? Ah, okay, die gehen nicht da rein. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Na klar. Ja, ich sag ja, das ist das Problem mit dem Einfalltor jetzt hier. Das heißt, wenn direkt mal die Leute hier reinholen. Das muss jetzt schnell gehen. Ha, jetzt dreht er wieder um. Was haben die vor? Was haben die vor? Ach, ja, macht doch richtig das Abwasserrohr kaputt. Habe ich nichts gegen. So, die werden reinkommen. Gut, der steht nicht gut. Stelle ich lieber da hinter den Baum. Ach, oh Gott. Der arme Trooper, der kriegt's jetzt ab. So, und jetzt kriegt der es ab. Ja, jetzt können die da gar nichts machen. Auch Kuzia kann da nichts machen. Wir machen das anders. So, das war's leider. Mit Trooper, aber jetzt haben wir hier eine bessere Situation. Säge, was wird das bitte? Die wollen sich doch jetzt nicht alle auf den Nahkampf einlassen. Es sieht fast so aus. Was ist denn mit denen los? So, etwas unangenehm gerade.
Ah, Templi. Templi ist tot. Nein. Goli liegt auch schon. Die stehen so gut und wir stehen schlecht. Vor allem Maxidum kriegt sie ganz schwer auch mit der Schrotkanone ab. Okay. Wir haben den erledigt. Das hat gereicht. Sie fliehen. Jetzt mache ich auch gar nicht lange rum hier. Passt schon. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist leider nicht so gut ausgegangen, denn Templi ist gestorben. Dass wir hier das Loch hatten, war echt blöd. Sonst wäre es vielleicht etwas besser gelaufen. Aber auch nur vielleicht. Kann man jetzt wirklich nicht sagen. Müssen wir gucken, dass alle versorgt werden. Säge versorgt jetzt erstmal den Hund, das sehe ich so nicht. Jetzt wird erstmal Düna behandelt. Maxidum braucht auch dringend Behandlung. Wo ist denn Lippi? Na, Lippi ist immer noch verwirrt oder traurig. Mann, Mann, Mann. So, Düna ist aus dem Gröbsten raus. Maxidum ist aus dem Gröbsten raus. Goli ist aus dem Gröbsten raus. Doc Snyder wird gerade behandelt von Säge. Dann haben wir eigentlich nur noch... Ja, das war's. Dann haben wir alle behandelt. Oh Mann! Tja, und da liegt Templi. Oh mein Gott. Das tut wirklich weh. Das tut wirklich weh hier. Das ist ganz, ganz ärgerlich. So, damit wird aber auch die Notwendigkeit einer Krypta langsam offensichtlich. Und die müssen wir auch noch bauen. Und ich glaube, dass ich die hier baue. Hier oder hier. Ich glaube, hier fände ich schöner. Aber das machen wir danach. Jetzt bauen wir erstmal das Gefängnis fertig. Wir haben ja immer noch keine Teppiche leider. Die machen wir gerade. Nee, die kommt erst noch. Ach Gott. Dann lieber für das Gefängnis erstmal Holzböden. Holz haben wir nämlich genug. Und zwar nehmen wir... nehmen wir die Rough Horizontal Planks. Und fürs Badezimmer nehme ich dann aus der Remkea-Mod dieses Zeug und wir nehmen ja Granit, weil wir einfach so viel davon haben momentan. Ist aber halt auch echt teuer. Okay, und in den Flur machen wir dann das Zeug hier rein. Okay. So, wir brauchen noch ein Dach.
Da regnet es nämlich rein. Kurz kontrollieren, ob die anderen Zonen noch passen. Nicht wirklich. Ich weiß, dass hier überhängendes Gebirge ist und so, aber das hat einfach Ordnungsgründe, warum ich das so mache. Okay, gut. Krankheit. Guli und Age haben eine Seuche bekommen. Guli liegt eh schon krank. Age aber noch nicht. Doch, Age liegt auch. Okay. So, da muss Kuz ja einmal ran. Und, nee, nicht Mina, Lippi. Lippi ist endlich wieder fit. Gott sei Dank. So, vertue ich mich oder haben wir relativ wenig Kräutermedizin? Das sieht nicht nach vollen Vorräten aus. Das heißt, wir werden hier mal... Hier wird gerade geerntet. Da machen wir keine Aussaat. Obwohl eigentlich Blödsinn. Wir ändern jetzt auf Kräutermedizin. Dabei wird das, was reif ist, geerntet. Das, was nicht reif ist, ist halt Pech. So. Genau, die verbrennen alle mal noch die Leichen jetzt. Wir geben mal den ganzen Kram hier frei. Und Templi muss in ein provisorisches Grab. Sonst verschwindet die Leiche nämlich und das wäre nicht so schön. Also die verschwindet in der Form, dass dort vielleicht Hunde dran gehen oder unsere Wargs. Und das möchte ich natürlich nicht. Also, was suche ich denn jetzt eigentlich? Ein Sarg, diverses, kein Sarg, ein Grab. So. Ich stelle hier eins hin. Das macht Düna. Das macht LP direkt fertig. Ina. So, da werden wir direkt. Templi beerdigen. Okay, gut. Da liegt da, der Gute. Nur vorübergehend. Eine Krypta wird kommen. Kuzia ist völlig erschöpft. So, jetzt erstmal alle wieder gesund werden lassen. Ich guck mal kurz in den Medical Tab. Der ist wirklich gut, um festzustellen, wie es mit den Krankheiten ist, kann man nämlich schön drüber gehen. Die Seuche ist 14%, die Immunität ist 23%, das ist sehr gut. Die Seuche ist 16% und die Immunität 21%. Hier wird nichts anbrennen mehr. Es sei denn, wir verschlampen es völlig, aber davon gehe ich einfach mal nicht aus. So, Lampen machen wir später. Wir können hier diese Tür eigentlich abreißen. Die macht da jetzt keinen Sinn mehr. Entschuldigt bitte. Was haben wir denn da noch? Liegende Pistole. Ja, liegt überall noch ein bisschen was rum von den Angreifern. So, und ja, das Giftschiff ist natürlich nach wie vor Thema. Und ihr seht hier jetzt so einen feinen, jetzt ist es natürlich noch neblig, aber so einen feinen weißen Belag auf dem Boden. Und der breitet sich aus und der ist schädlich für die Pflanzenwelt. Hier wird alles absterben im Laufe der Zeit. Das ist nicht so schlimm, weil das weit genug von uns weg ist, aber nichtsdestotrotz, die Vorbereitungen, die wir hier machen, die sind wichtig, damit wir hier bald... Was ist das hier? Oh, eine Gruppe Huskies tritt uns bei. Wie schön. Hook, Geisha und Alla. Ja, da wollen wir doch direkt mal dafür sorgen, dass die auch tragen können. Geisha, Hack... Und Alla. Und dann haben wir halt Husky-Nachwuchs. Also, ja, Nachwuchs im weitesten Sinne. Moment mal. Taser vergaß 1/7 von der Fähigkeit. Okay, haben wir denn momentan keinen, der sich um Tiere kümmert? Wir können Gertje das ja nochmal mitmachen lassen. Die hat da halt zwei Flammen und wird schnell lernen. Ja, mal gucken, ob wir das sinnvoll gesteigert bekommen.
Müssen wir ein bisschen priorisieren. Ach, Train ist ja natürlich auch noch das. Wir haben überhaupt gar keinen, der trainiert. Na super. Kann das sein, dass Ghouli dafür zuständig war? Das kann natürlich sein. Ich glaube sogar, dass das so war. Weil hier Meister überall weg ist und ich glaube, dass das Ghouli war. Na gut, okay, wir lassen das einfach mal weiterlaufen hier. Auch hier. Wobei hier würde ich fast sagen... Dass wir da nochmal mit warten. Es wird gekocht, was ist denn hier los? Moment, wo ist der denn reingekommen hier? Der konnte doch gar nicht rein. Ja, hier hat er sich nicht durchgemogelt, dann wäre er tot. Aber irgendwo noch ein Loch? Na, das ist ja merkwürdig. Hier ist ein Cave-In. Ist hier repariert worden? Ist der hier reingegangen? Dabei ein Einsturz und... Nee. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Naja, auf jeden Fall muss der natürlich verbrannt werden. Keine Ahnung, warum der jetzt hier liegt. So, warte mal, ist hier überhaupt noch Leichenverbrennen an? Ja, okay. So, das Kabelchen, was wir hier nicht bauen konnten, das ist jetzt dran. Das heißt, wir können das Ding wieder zurückstellen. Ja gut, es liegen halt momentan noch 3 Leute auf Krankenstation. Deswegen passiert gerade nicht so viel. Solche 54 Immunität, 71, ja wunderbar, also das ist überstanden. Hier auch, kein Problem. Die kommen ohne Probleme wieder auf die Beine. Wie sieht's eigentlich mit den Monitoren aus? Haben wir die schon geforscht oder nicht? Ne, die Vitalmonitoren kommen noch. Dafür brauchen wir nämlich... Ah, der Analysator. Okay, ja, der kommt hier. Genau, den Analysator hatten wir reingepackt und danach können wir den Vitalmonitor machen. Elpi und Apoloco. Was ist los? Stärkere Schmerzen, schläfrig, dreckig, hungrig. Ja, Mapo Loco hat doch aber bestimmt ein Quartier mit Badezimmer. Also, einmal waschen bitte. Dann sind nämlich schon mal -6 weg von dreckig und schläfrig kriegen wir dann auch hin. Na gut, jetzt muss er erstmal essen. Wird schon selbst ins Bett gehen. Jetzt geht er ins Bett, alles klar. So, dann sieht er schon wieder viel besser aus hier. Und LP... Geteiltes Bett. Was? Stimmt, Leute. Okay, waren die nicht zusammen? Aber warum hat Ghouli dann dieses Zimmer nicht verlassen? Interessant, Ghouli lebt ja auch nicht mehr. Dann machen wir das mal raus. Und dann ist das geteilte Bett hier auch weg. Okay, Ambrosia-Hain. Ja, ein bisschen sehr weit weg. Mal markieren. Oh, ein Raumschiffteil. Das können wir abreißen. Es gibt Bauteile. War eigentlich gar nicht viele, ne? Also das ist das Erste, was ich sehe jetzt. Naja, über dieses müssen wir nicht reden. Ah, was ist jetzt schon wieder? Verwirrung Ghouli, okay. Ja, kennen wir ja. Können wir nichts ändern. Okay, so, ich denke aber, dass wir hier oben jetzt... Hier geht's gar nicht weiter, Leute.
So, jetzt können wir den Schalter ausmachen. Und dann können wir die Geschütze hier hinstellen. Die kriegen dann auf keinen Fall Strom. Großhändler, das ist gut. So, Maxidom. Direkt, jetzt transportiert er gerade was dahin. Nee, der will Steine bearbeiten. Dann kann er das abbrechen und den Großhändler kontaktieren für neue Bauteile. 59 ist mir echt zu wenig. Auch wenn viele wahrscheinlich da von einem Überfluss reden würden. Ich habe gerne mehr. Darum kaufen wir auch wieder alle, die da sind. Und wir verkaufen so ein bisschen was von dem Schrott hier. Was haben wir denn da? Das können wir alles behalten. Den Zyngernhut verkaufe ich. Das bleibt alles da. Das bleibt auch alles. Ja, so wirklich viel zu verkaufen haben wir nicht. Die Tiere möchte ich jetzt auch nicht verkaufen. Von daher bezahlen wir einfach mit Mais. Wobei, komm, das können wir uns auch mal so lassen. So, was haben wir da noch? Ein Muffalo wurde zahm. Okay, wir haben einen Muffalo. Hey, warte, lauf nicht weg. Dich können wir gut gebrauchen. Ich schlachte den. Ich brauche den nämlich tatsächlich nicht. Klar, man kann damit Wolle und Muffalos geben die Milch oder nur Wolle? Ich meine nur Wolle. Doch, Milchfülle. Also, von denen gibt es auch Milch, aber jetzt gibt es von dem nur noch Fell und Fleisch. So, es wird weiter gemauert. Soll ich die Geschütze jetzt neu bauen? Ich glaube, ich mache das einfach. Machen wir hier mal einen Overkill. Na, das ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben, oder? Wir machen es so. Okay. 7 Geschütze. Abwechslungsreichere Entspannung benötigt. Ja, wir haben noch keinen richtigen Chillroom. Also eigentlich bauen wir immer so eine Art ja, Speiseraum, so wie dieses hier unten, Entertainmentraum mit Fernseher und ja, was man halt so braucht. Whirlpool bauen wir später auch noch irgendwo hin. Aber dazu müssen wir hier ein bisschen umbauen. Beziehungsweise können wir hier nicht mehr wirklich umbauen. Einen Entspannungsraum müssen wir woanders errichten. Stellt sich jetzt halt die Frage, wo? Ich habe schon eine Idee. So, erstmal machen wir hier das Gefängnis weg. Wir haben ja nur noch den Happy, den wollten wir freilassen. Der ist inzwischen ja auch okay. Und jetzt werde ich hingehen und sagen, freilassen, so. Vorratskapsel. Ach, Leder. Flickenleder. Können die Tiere reintragen. Ist dann für mich nur zum Verkaufen gut. Okay, Leute, ich denke, das soll es für diese Folge gewesen sein. Schade, dass wir das mit dem Giftschiff nicht mehr geschafft haben, aber da ist einfach der Überfall dazwischen gekommen und die Leute haben sich leider wirklich etwas zu schlau angestellt. Zumindest für mich. Hier wird auch nicht gebaut, ey, Leute. Mach's jetzt das erstmal fertig hier. Du hast doch Granit in der Hand. Er hat Granit in der Hand. Was zur Hölle? Das war jetzt totaler Blödsinn. So, jetzt können wir außen rumgehen. Hier machen wir noch ein bisschen Granit. Weil kurzer Grabeweg. Und den Rest können wir dann in Holz machen. So, ich muss mal schauen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 freie Quartiere. 5, wenn wir berücksichtigen, dass hier jetzt auch keiner mehr drin ist. Und ich würde auch einfach sagen, dass wir das, jetzt wo der Gefangene freigelassen wird, schon direkt zum Quartier machen. Und ja, wir haben ja dann hier die Gefängniszellen. Sag mal, fehlt hier Material? Granit ist das, was gebaut wird. Und wir haben 612. Also daran liegt es jetzt nicht.
Ja, pass auf. Entspannungsraum. Alles voll schon. Krypta kommt hier, Entspannungsraum kommt hier. Ich denke, diese Größe sollte genügen. Und ja, jetzt machen wir wirklich in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao. Ich wollte gerade schon Tschüss machen. Schluss machen. Jetzt ist es aber soweit. Ciao.